Was ist das denn? Der ist doch wieder auf. Wir interviewen heute Laura Lindemann und Nils Gürke. Laura Lindemann gehört zu den weltbesten Triathleten. Sie hat schon die Europameisterschaften gewonnen. Nils Gürke ist Ex-Profi und hat 8-mal am Ironman mitgemacht. Nils ist Triathlon-Coach. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, wir sind von den Sportexperten. Ich bin Gwenny und das ist Alicia. Warum unterstützt du Triaktiv? Ja, es macht Spaß, den Kindern Sport zu vermitteln, meinen Sport Triathlon zu vermitteln und dass die Kinder auch so gut mitmachen. Was ist das Wichtigste für dich beim Triathlon? Ich glaube, das Schönste ist eigentlich, an der frischen Luft zu sein. Deswegen war Schwimmen auch immer die Disziplin, die mir am wenigsten Spaß gemacht hat, weil man da Großteil in der Schwimmhalle ist. Aber so dieses Bewegen in der freien Natur, beim Radfahren kommt man natürlich unheimlich viel rum, aber auch beim Laufen in der Natur zu sein und sich zu bewegen und die Anstrengungen in der Natur zu spüren, das finde ich, glaube ich, ist das Schönste am Sport. Hast du deine Schule abgeschlossen, obwohl du jeden Tag trainieren musstest? Ja, also ich habe 2016 mein Abitur bestanden und also ich habe es ein bisschen anders gemacht als die meisten Schüler in Deutschland. Ich glaube, die meisten haben 12 bis 13 Jahre Schule, ich hatte 14. In Potsdam wird das Abitur so auf 14 Jahre gestreckt. Das ist eine Besonderheit und ja, dadurch habe ich das sehr gut Schule und Sport unter einen Hut bekommen. Laura, wie viel kostet dein Fahrrad, mit dem du am Triathlon teilnimmst? Also so ein Rennrad ist schon relativ teuer. Das Rad an sich kostet so um die 5.000 Euro. Dann mit dem ganzen teuren Material sind das schon so knappe 10.000 Euro. Nils, als Trainer müsstest du das wissen. Wie trainiert man am besten im Winter für den Triathlon? Ich habe schon wirklich eigentlich immer am liebsten draußen trainiert, wobei mittlerweile, muss man sagen, der Trend auch dahin geht, relativ viel drin zu trainieren, also laufen dann klassisch auf dem Laufband. Also ganz, ganz viele Top-Athleten haben so mittlerweile ihren sogenannten Pain Cave, also auf Englisch die Pain-Höhle, die Schmerzhöhle, wo halt ganz intensiv trainiert wird. Was ist Ironman? Gibt es den auch für Frauen? Ja klar, das ist das Faszinierende am Ironman, dass es halt wirklich ein Wettkampf ist für alle. Und dass auch alle zusammen starten beim Ironman. Also der Klassiker ist ja der Ironman auf Hawaii, das ist so das wichtigste Rennen. Findest du, dass Frauen besser sind im Triathlon oder Männer oder einfach das ist gleichwertig? Also spannenderweise haben Frauen eigentlich für längere Disziplinen mehr Talent als Männer, vom Körper her schon. Es gibt gleich viel Schelte, aber weil Frauen einen höheren Fettanteil haben. Aber Männer haben natürlich mehr Muskeln, deswegen sind Männer in der Summe schon schneller. Aber je länger der Wettkampf ist, desto geringer wird eigentlich der Abstand an der Spitze. Also beim Schwimmen wird Laura mir um Grund und Boden schwimmen, weil sie einfach die viel bessere Schwimmerin ist. Und da ist der Unterschied auch gar nicht so groß. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die genauso gut schwimmen wie die Männer. Beim Radfahren ist dann eigentlich der Hauptunterschied. Da fahren die Männer schon deutlich stärker Rad als die Frauen. Und beim Laufen, da kommen die Frauen, wie gesagt, schon sehr, sehr dicht an die Männer ran, weil einfach die Frauen gerade zum Ende des 8-Stunden-Wettkampfs meistens dann noch ein bisschen mehr Energie haben. Lara, wir haben gesehen, dass es auch mal zu Fahrradstürzen kommen kann. Wie groß ist die Gefahr? Ja, also die Gefahr ist immer da, würde ich sagen. Also es gibt viele Strecken, die technisch herausfordernd sind, mit vielen Kurven. Oder es kann auch mal sein, dass einfach schlechtes Wetter ist. Ich meine, die Sportart findet draußen statt. Es ist alles immer möglich. Wenn es viel regnet, gibt es oft mehrere Stürze und also die Gefahr ist immer da, aber solange man technisch sicher fährt, denke ich mal, ist man auf der sicheren Seite. Laura, was macht dir Spaß, wenn du mit den Triaktiv Kids zusammenarbeitest? Ja, besonders Spaß macht es, denen mal was zu zeigen, so was ich kann. Also keine Ahnung, das ist so aufs Rad draufspringen und dann sind die öfters
schon begeistert davon, wie schnell das alles geht und so. Das finde ich echt cool und spannend. Und ja, wenn ich dann sehe, dass es denen auch ordentlich Spaß macht, Triathlon zu machen, ja, das macht mir auch Freude. Warst du vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro aufgeregter als sonst? Ja, um ehrlich zu sein, war ich schon etwas aufgeregter. Irgendwie war die Spannung generell bei allen Athleten höher. Das war ja Wahnsinn, so also mitzuerleben, dass alle wirklich, also ich denke, in jedem Kopf ging vor, das ist das eine Rennen in 4 Jahren, wo du deine Top-Leistung bringen musst. Und ja, wenn ich heute noch darüber nachdenke, bekomme ich Gänsehaut. Und ja, also da war ich schon extrem aufgeregt. Du bist auf allen Kontinenten unterwegs. Wie oft siehst du deine Familie? Ja, also das stimmt, ich reise viel, also das bringt der Sport mit sich, es ist ein Vorteil, wenn man mal sieht, wie viel man von der Welt sieht, aber natürlich, wie du sagst, sehe ich auch seltener meine Familie, aber ich versuche es natürlich immer, dass ich sie sehe, dass ich bei Familienfeiern irgendwie dabei bin oder ja, mal so alle zusammentrommel, wenn ich mal da bin. Beim Schwimmen sind ganz viele Teilnehmer im Wasser. Wie orientiert man sich beim Schwimmen? Puh, das war für mich schwerer als für Laura. Laura schwimmt ja so schnell, die schwimmt immer vorne und vorne sind meistens Boote, die die Spitze haben. Aber du hast beim Schwimmen auch so eine Art Windschatten, wie beim Fahrradfahren, den sogenannten Wasserschatten. Also wenn du direkt an den Füßen von deinem Vordermann schwimmst, dann ist es doch auch ein bisschen leichter. Und man versucht halt wirklich beim Start aus diesem Getümmel irgendwie rauszukommen und dann gute Füße zu finden, nennt man das. Und wenn man dann die Füße hat und merkt, der schwimmt auch relativ gut geradeaus, also der schwimmt auf die Bojen gut zu, der schwimmt nicht zickzack, dann konzentriert man sich eigentlich nur noch daran, diese Füße zu bleiben. Glaubst du, du könntest Laura irgendwann vielleicht irgendwas beibringen beim Schwimmen oder weiß sie schon alles? Nee, beim Schwimmen könnte ich Laura mit Sicherheit gar nichts beibringen. Da ist sie so extrem stark. Wie viele Kilometer muss ein Profi in der Woche laufen? Also die Kurzdistanzler, also sprich die Distanz, die Laura macht, die versuchen sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, die laufen, schätze ich mal, so zwischen 100 und 140 Kilometer pro Woche. Weil die Top-Athleten, die machen eigentlich alle diese Karriere, die Laura macht, dass sie erst die Olympischen Spiele machen und dann später nochmal auf Hawaii starten. Also da läuft man so um die 100 Kilometer. Ich bin fertig. Dann danken wir euch, dass ihr mitgemacht habt. Und jetzt werden Lena und Phoebe euch ein paar Fragen stellen. Wir stellen euch jetzt die Entweder-Oder-Fragen. Da bin ich raus. Okay, los geht's. Die erste Frage geht an dich, Laura. Freunde oder für sich sein? Freunde, ganz klar. Nils, Coach oder Triathlet? Coach. Laura, Trampolinspringen oder Reiten? Trampolinspringen habe ich euch gern gemacht. Nils, Frühstück oder Abendbrot? Frühstück. Laura, World Triathlon Tour oder Olympische Spiele? Olympische Spiele. Nils, Triathlon oder Duathlon? Triathlon. Laura, Eis oder Schokolade? Eis. Schokolade. Nils, alkoholfreies Bier oder Wasser? Wasser. Laura, Laufen oder Fahrradfahren? Laufen. Sprint oder olympische Distanz? Noch Sprint. Nils, Gewinn oder Gesundheit? Gesundheit. Zum Schluss haben wir noch die Sportexperten Fetis. Verratet uns bitte, wer sich schneller umziehen kann beim Wechsel vom Schwimmen zum Fahrradfahren. Wie? Von uns beiden? Ja. Achso. Oh, ganz klar Laura. Ganz klar Laura. Das war's mit dem Interview. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Unserer Klasse hat es sehr viel Spaß gemacht. Das Schneiden war auch sehr lustig. Wenn euch die Sportexperten gefallen, dann klickt doch noch die anderen Videos an.